Ich arbeite bzw. ich engagiere mich heute in einem Milieu, aus dem ich selbst entstamme. Ich habe Freunde gesehen, die einen guten Weg gegangen sind, aber ich habe auch Freunde gesehen, die in den untersten Untergrund gerutscht sind. Und für mich war ganz klar, dass was geschehen muss. Und meine Antwort war einfach Mitternachtssport. Zu sagen, okay, was spricht dagegen? Wir haben 60, 70 Sportler hier allein in Spandau. Was spricht dagegen, eine einzige zu öffnen? Nämlich genau dann, ne, wenn die Verlockung der Straße am höchsten ist, wenn die Straße ruft. Es geht One-Toucher-Block, Junge, Querpass zur Barca, que pasa, wer will nicht da sein bei Barca? Ich weiß, du bist krass. Das heißt ja nicht umsonst Mitternachtssport. Das ist ja, das findet um Mitternacht statt. Wir haben es gerade 23 Uhr oder vielleicht später. Und ja, wir sind lieber hier, anstatt auf der Straße rumzulaufen, Mist zu bauen und alles. Dafür ist es auch gebaut. Ich habe den Mitternachtssport nicht erfunden. Ich habe nur eine geniale Idee kopiert und nämlich auch optimiert. Weil ich gesagt habe, das ist für mich als wirklich praktizierender, an der Front stehender Sozialarbeiter zu wenig ist, den Jugendlichen nur einen Ball vor die Füße zu schmeißen und sagen, okay, macht mal jetzt. Sondern dass ich einfach das flankiert habe mit dem sportlichen Rahmen, mit einer extrem hohen Komponente an sozialpädagogischer Betreuung. Zukunft auf dem geraden Weg, können die Straßen nicht geben. Halt drauf und fang an, deine Träume zu leben. Wenn es um Schule geht, um zu Hause, Familie, alles. Er hilft, er ist da. Man muss nur Bescheid sagen. Und vor allem, es ist wie eine Familie hier. Also die Jugendlichen titulieren mich als Abis. Das ist ein türkischer Begriff. Das ist, bedeutet wortwörtlich übersetzt großer Bruder. Es ist ein familiärer Begriff. Dieser familiäre Begriff, der schafft Nahbereich. Nämlich der große Bruder erntet den Respekt. Aber auf der anderen Seite schenkt der große Bruder den kleinen Brüdern die Fürsorge. Die Zuneigung, die sie brauchen, teilweise auch Liebe und versucht den kleinen Brüdern einfach auch den Weg zu weisen. Und den Verein habe ich damals gegründet mit einem sehr guten Freund von mir, Jérôme Boateng, der sich damals wirklich bereit erklärt hat, die Schirmherrschaft für das Ganze zu übernehmen, aber auch viel mehr die Rolle des großen Bruders einzunehmen. Und dann spielen wir und auf einmal geht das Licht aus und Musik. Also Musik geht an. Dann geht das Licht an und auf einmal steht Jérôme Boateng dort. Ich meine, zu Jérôme Boateng kann man schon sagen, ist er praktisch schon ein Star. Und er kommt einfach rein und sagt uns allen Hallo, redet mit uns, wir dürfen ihm Fragen stellen und dann fängt er auf einmal an mit uns zu spielen. Nicht nur Jérôme Boateng, sondern auch wirklich Enes Benatira, Manuel Schmiedebach, die unfassbar engagiert sich, wirklich an der Front, an der Basis engagieren und nicht vergessen, wo sie herkommen. Die fragen uns, Jungs, was macht die Schule? Ich habe die Probleme. Läuft alles gut? Familie, alles okay? Also ich denke schon, die großen Brüder haben einen sehr großen Einfluss auf das Projekt. Das ist sehr wichtig. Hallo Izzy, herzlichen Glückwunsch zum Botschafterpreis. Das ist eine tolle Anerkennung für deine Arbeit. Ich bin mir auch ganz sicher, dass wir noch viele tolle gemeinsame Dinge anpacken werden. Die kleinen Brüder brauchen uns, wir brauchen dich. Und nochmal alles Gute, dein Bruder Enes. Alles Gute, dein Jérôme. Ismail Öner, Botschafter für Demokratie und Toleranz.